Move, Bitch, move! Wir verlieren keine Zeit, wir haben sie nämlich gar nicht. Dann nehmen wir wieder einen Lolli mit, bin ich froh. Und hinten ist ein Goldener! Oder? Ja. Nein, das ist ein normaler gewesen. Auch gut, weil wir haben ja schon wieder nur noch drei. Wir haben im Übrigen... Hallo Cornelia! Wir haben genug Zamm für die heilige Kettensäge. Dazu brauchen wir jetzt aber einen Candy Shop. Und ich hoffe, dass wir jetzt sehr bald schon auf einen treffen werden. Oh oh. Schnell, 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 schieß! Scheiße! Hä? Was war das für eine merkwürdige Ansicht gerade? Okay, meine einzige Möglichkeit ist jetzt da rauszuspringen. Und jetzt... Bam! Hey, wie es geklappt hat! Wie es geklappt hat! Awesome! Da bin ich auch mal richtig zufrieden. So, jetzt killen wir die beiden noch und dann ist eh Schluss. Ja, obwohl, es sind 9 insgesamt, also wird es wohl doch ein bisschen länger dauern noch, bis die down sind. Aber Cornelia wird natürlich wieder fleißig mithelfen. Und tschüss! Sehr schön. So, da kommen jetzt die nächsten. Können wir einfach mal ganz geschickt hier den Dropkick mal wieder machen, den haben wir ja schon länger nicht gemacht. Vor allem, weil ich dann einmal durchgehen kann und zweimal durch. Ist eigentlich immer noch die gechillteste Methode, gegen die ganzen Gegner hier vorzugehen. Eine Möglichkeit wäre natürlich auch mal wieder einfach rumzuballern, denn da gehen sie auch ganz schnell kaputt. Schön, dass du kacken musst. Ich muss schauen, dass ich dir die Scheiße aus dem Leib prügel quasi. Oder von mir aus auch baller. Und schau mal an, was für eine schöne Kombi war das denn bitte? Da gibt's auch direkt wieder 15 feine Münzen. Und Cornelia geht auch ab wie ein Zäpfchen. Gefällt mir. Oh, da muss ich mich jetzt wieder beeilen bei dem Typen. Kann ich da nicht einfach... Ja doch, ich mach das jetzt einfach so. Boah. Scheiße, er ist explodiert. Oh, ich bin wirklich tot. Wow, 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 wow. Schnell, 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 schnell nachfüttern. Puh, das war knapp. So, die nächste Welle kommt. Ich glaube, da wäre es am sinnvollsten, wenn ich einfach mal ganz kurz hier den altbekannten Dropkick zeige, denn dann kann ich nämlich auch solche Leute... Oh, da war ein goldener Lolli. Dann kann ich nämlich auch die Leute mit Energieleiste sehr schnell vernichten. Sie kommen alle aus dem Bus rausgestürmt, die Schweine. Sehr gut, und damit haben wir Nummer 7. Ah, 10 ist jetzt auch nicht die Welt. Warte ich jetzt... Oh, habe ich das nice gemacht? Und jetzt dachte ich schon, ich könnte beide erwischen, aber egal. Nacheinander ist auch nicht so schlecht. Wow, da tackelt der Spacko mich erstmal um. Und dann ist Schluss mit lustig. Okay. So, wir haben es geschafft. Müssen wir jetzt über den Bus gehen? Ja, Tatsache. Sehe ich schon kommen, dass ich mich da jetzt erstmal... Oh, da ist der Candy Shop! Oh mein Gott, bedeutet das etwa, dass wir jetzt tatsächlich die Chance haben, die heilige Kettensäge zu kaufen? Wie geil es wäre. Die Stärke Einzelattacke ist der Kettensägen-Durchzieher. Ah ja. Ja, Einzelattacke, aber das wird eine böse Kombo sein, gehe ich mal davon aus, oder? Das wird spannend. Jetzt komm schon, mach hin, gib mir die Zwischensequenz oder auch nicht. Gib mir einfach den Candy Shop. Here we go. So. Krasse Fähigkeiten. Guck mal doch. Also wir haben ja hier Malstrom-Dehung. Es gibt mittlerweile echt viel eigentlich. Die Arschbombe. Das ist es, der kräftige Angriff. Das ist der Kettensägen-Durchzieher, das ist die beste. Warum kann ich die jetzt nicht kaufen eigentlich? Warum? Kann ich einfach nicht. Ach so, das ist die, die wir schon haben, ne? Weil den Lollikopf da haben wir ja auch schon, die Kettensägen-Kette. Ja, das ist nämlich genau die, die ich ja, glaube ich, auch immer mache. Egal, ich hätte jetzt viel lieber die krasseste Attacke aller Attacken, nämlich die heilige Kettensäge, der tödlichste aller Kettensägen-Angriffe. Here we go! Also, wirksam gegen Gruppen erweitert KS Paradise um einen Schlitzer. Das heißt, das ist eigentlich das, was ich eh die ganze Zeit mache. Permanent Viereck drücken und dann einfach nur noch das Dreieck spammen. Das finde ich geil. Und ich kaufe mir jetzt sogar noch einen Lolli. Einfach nur, damit ich safe bin. Und die Nick-Tickets reichen dann auch erstmal aus. So, mal sehen, ob wir dann gleich einen Unterschied merken.
Sorry, Julia, but the rest is up to you. Thanks, sis. Na toll, wir sind mal wieder alleine jetzt. Aber war ganz cool, wie Cornelia uns da geholfen hat. Gerade eben hat mein Analogstick nicht mehr funktioniert. Oder es war vom Spiel aus. Jetzt kommt Chili. Hallo. Danke, geht doch. So, gib mir Zombies. Oh, ein Anruf. Na komm, da gehen wir doch jetzt mal ran, wenn wir den live miterleben. Dann hören wir uns doch mal an, was uns, ja, wer auch immer was zu sagen hat. Schauen wir mal. Oh, kneif bloß nicht. It's Cordelia, Juliet. You know Mom is throwing you a big party, so be home early, okay? Don't flake out like usual. Okay. Wir kneifen gar nicht. Wir haben es hier mit einem Haufen Zombies zu tun und die werden mir jetzt alle weghauen. Vacation in Mexico. Yeah! Oh, was ist das? Yo! Yo! Ist das Rosalind? Yeah! Rosalind, be careful with that thing! I'm really awesome at it! Oh, Rosalind ist einfach nur krank. Your sister is more dangerous than the zombie. Ja, genau das meine ich. Rosalind, watch it! Watch out! Jetzt sag mal bitte nicht, dass ich die killen muss und dabei noch aufpassen muss, dass ich von dem Ding nicht erwischt werde. Das wäre krank. Okay, sie können mir aber auch einfach einen neuen Weg freimachen. Warum eigentlich nicht? So, weiter geht's. Ja, da reden wir von irgendwelchen Partys. Oh Gott, ich muss wirklich aufpassen, dass mich das Ding nicht erwischt. Boah, geht die Attacke ab, Mann. Okay, die heilige Kettensäge geht übelst ab, Mann. Oh yeah. Combo Time. Und wieder ein Treffer. Sehr schön. Alter, geht das jetzt hier ab, Mann? So, einer lebt noch, ne? So, vorsichtig. So. Und damit hätten wir auch das geschafft. Schön. Und Platz machen. Ja, dann springen wir mal hinunter. Oh, scheiße, ich hab's verkackt. Ich hab nicht gesehen, dass ich das machen muss. Wow, 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 wow. Ein brennender Zombie geht ja mal gar nicht. Bam, und da ist er wieder, die heilige Kettensäge. Ach, ist das geil, Mann. Oh, schaut's euch an, Mann. Eine kommt nach der anderen. Und wie sie einfach nur abgeht. Ist das schön. Und da hagelt's auch direkt wieder Punkte ohne Ende. Edith! Boah, seht ihr das? Habt ihr jetzt, jetzt haben wir das mal so richtig gesehen. Das war der Kettensäge, die heilige Kettensäge. Alter, geht die Attacke ab, Mann. Okay, jetzt bin ich aber gleich tot. Da muss ich mal ein bisschen aufpassen jetzt. Wow. Alter Verwalter, geht das ab. So, Rosalind macht uns wieder den Weg frei. Oh, jetzt wird's ernst und ihr wisst, was das heißt. Kettensingrit! Woohoo! Okay, boah, wir explodieren fast. Wir müssen bald mal wieder unsere Spezialfähigkeit einsetzen. Oh oh. Oh oh. Okay, ich glaube, ich muss jetzt die ganzen Zombies da erstmal runterschießen. Oh oh, ich habe das Gefühl, da kommen noch ein paar mehr. Scheiße. Oh, aber Hauptsache erstmal eine Dreier-Kombi. Das gefällt mir. So,
So, Konzentration. Oh, fuck, keine Muni mehr. Okay, das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Schnell, schnell, schnell. Ich mach das jetzt mal eben mit dem Ritt. Weil es nämlich etwas schneller geht. Okay, ich glaube, das schaffen wir wahrscheinlich nicht. Oder können wir doch solche gezielten Schüsse noch bringen? Dass Rosalind erstmal nicht in Gefahr ist. Ja, das ist wirklich ein Albtraum gerade. Nein, 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 nicht in Angriff bringen, nicht in Angriff bringen, nein, nein, nein. Oh, Mann, schon wieder keine Munition. Ich glaube, das wird nix. Ich glaube, das wird nichts. Boah, ich hasse solche Aufgaben, wo ich... Weil es so dermaßen schwierig ist zu steuern. Oh, ich glaube, wir haben es geschafft, Mann. Yes. Ja, Juliet hat die Haare schön. Puh, da bin ich aber jetzt mal froh, dass ich das geschafft habe. Ich nehme auch gleich noch mal ein bisschen Munition mit. Und da ist der Candy Shop. Jetzt können wir mal wieder ein bisschen einkaufen gehen. Und kleine Schwestern sind scheiße. Mit dieser Erkenntnis beenden wir diesen Part und sehen weiter heiße Kettensägenritz und die heilige Kettensäge in Action. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich aufs Finale. Ich hoffe, ihr auch. Haut rein.